Schön, dass ihr alle da seid. Ich heiße Karin Heuer und leite hier in Hamburg die Heinrich-Böll-Stiftung und habe mich sehr gefreut, als das ILA-Kollektiv im letzten Jahr mich angefragt hat, ob wir in diesem Jahr dieses Buch vorstellen werden können, auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert. Das sollte, als es erschien, kurz bevor es erschienen ist, haben wir es schon in der Werkstatt 3 einmal thematisiert. Und dann hatte ich vorgeschlagen, das wäre doch auch ein wunderbares Thema für einen Workshop für Kampnagel, für diesen Alternativgipfel. Das fand das Kollektiv auch und deswegen ist es toll, dass wir das hier heute zusammen machen können. Ich will nur kurz begrüßen und Ulrich Brandt und Christa Wichterich und Janis Eiken, die drei, die nämlich gleich einen Input geben werden, vorstellen. Ulrich Brandt wurde schon ein paar Mal heute vorgestellt und wird nachher nochmal wieder auch das Abschlusspodium moderieren. Für die, die noch nicht dabei waren, als er vorgestellt wurde, er hat internationale Politik an der Uni Wien, ist er im Moment tätig. Ansonsten steht alles zu ihm, um die Zeit zu sparen, hinten im Programmheft drin und auf Wikipedia. Und Christa Wichterich ist Soziologin, arbeitet zurzeit als Dozentin, Publizistin, Buchautorin und Beraterin in der Entwicklungszusammenarbeit, hat schon gelebt in Indien, Iran und Kenia. Und ihre Schwerpunkte sind Globalisierung und Gender, feministische Ökologie und sie arbeitet schwerpunktmäßig zu Süd- und Südostasien und Ost- und Südafrika. Also eine weit gereiste, kluge Frau, die auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung schon viel zu tun hatte. Der dritte im Bunde nachher für den Infos ist Janis Eiken. Janis hat mir gerade erzählt, dass er zwischen Master... Stand bei mir schon Eiken drin. Okay, Janis heißt er jedenfalls. Der wird, er schwebt gerade, sagt er, zwischen Master und Promotion, hat Politikwissenschaft studiert und ist im N-Netzwerk und hat sich gefreut, dass ich von dem N-Netzwerk schon mal was gehört habe. Netzwerk für Nachhaltigkeit, das N steht für Nachhaltigkeit und das ist ein Netzwerk, was sich an den Universitäten unter den Studierenden, glaube ich, hauptsächlich gebildet hat. Wir haben hier Zeit heute bis 6:45, weil wir dann ja noch den Weg wieder zurück antreten müssen zur Kampnagelfabrik, wo dann um 7:30 das letzte Panel heute stattfindet, ein sehr entscheidendes, großes. Und wir brauchen noch einen Weg und noch eine Luft zum Essen auch. Deswegen fangen wir jetzt an und ich übergebe an Tom. Ja, vielen Dank auch. Danke an Karin für die nette Vorstellung. Ich bin Tom Kopp. Ich habe über das letzte Jahr die ILA-Werkstatt im weitesten Sinne organisiert und ich wollte auch hier nochmal die Möglichkeit nutzen, mich bei allen 15 Mitautoren und Autoren ganz herzlich zu bedanken, die dieses tolle Buch hier, was wir gerade schon gesehen haben, hier erarbeitet haben mit wirklich sehr, sehr viel Schweiß, sehr viel Geduld. Und in einem Jahr, einjährigen Prozess. Ich wollte noch mal kurz einige Worte dazu sagen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dieses Buch zu schreiben, was der Hintergrund dafür ist. Der Träger dieses Projekts ist der Verein Common Future mit Sitz in Göttingen, der seit knapp schon 10 Jahren fast verschiedene Projekte zu globaler Gerechtigkeit und sozial-ökologischen Wirtschaften durchführt. Eines der Projekte, das wir neben der ILA-Werkstatt gerade ganz groß haben, ist das Film- und Videoprojekt Ecapio, mit dem wir auch diese Veranstaltung hier aufzeichnen und wo Sie alle und ihr alle auch im Anschluss einen großen Teil der Veranstaltungen, die ihr heute jetzt nicht sehen könnt, weil ihr hier sitzt, dann nochmal im Internet euch angucken könnt. Und die ILA-Werkstatt, die gibt es seit 2015, wie gesagt. Das ist ein Schreibprojekt gewesen, die imperiale Lebensweise und Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert behandelte. Und im Laufe eines Jahres haben wir uns insgesamt 6-mal getroffen, bei den Treffen hatten wir immer Inputs von Expertinnen und Experten. Uli war auch mal da beispielsweise und hat zum Thema imperiale Lebensweise eben gesprochen. Und in der Zeit dazwischen haben wir die Zeit genutzt, um dieses Dossier zu erarbeiten. Genau, und wir sind insgesamt 17 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und sind eben auch Aktivisten in verschiedenen Netzwerken, kommen von verschiedenen akademischen Disziplinen und sind aktiv an Universitäten, in Bewegungen, in Gewerkschaften, in relativ breiten Kontexten.
Der Hintergrund ganz kurz, warum haben wir überhaupt uns dazu entschlossen, diese ILA-Werkstatt durchzuführen? Der erste Punkt ist, dass wir mit einer explodierenden Ungleichheit konfrontiert sind. Dann sieht man mich. Kann ich nicht auf meine Notizen. Das ist schwierig hier. Ungleichheit beobachten wir sowohl innerhalb von Gesellschaften als auch zwischen Gesellschaften, genau gesagt zwischen den Gesellschaften des globalen Nordens und des Südens. Dabei ist auch zu beobachten eine strukturelle Armut im globalen Süden. Und während sich die Millennium Development Goals ja damit schmücken, dass sie den Anteil der Armen gesenkt haben, ist die absolute Anzahl der Armut trotzdem gestiegen. Und gleichzeitig beobachten wir massive Umweltzerstörung in der ganzen Welt, was die dritte Dimension von Ungerechtigkeit begründet, nämlich die zwischen den Generationen. Genau, und diese Probleme, die sind sehr vielen Menschen bewusst, allerdings scheinen sie auch sich sehr stark verfestigt zu haben. Und die Frage, die wir in unserem Dossier stellen und die wir mit dem Konzept der imperialen Lebensweise zu beantworten versuchen, ist dieses Warum. Also warum ändert sich überhaupt nichts? Was sind die Blockierer vor einem Wandel? Und vor diesem Hintergrund haben wir dieses Dossier geschrieben. Ihr habt es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Da stellen wir das Konzept der imperialen Lebensweise vor und versuchen das ganz konkret auf Lebensbereiche anzuwenden, um einen niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen. Es ist sehr bunt, es sind viele Bilder da und die Lebensbereiche, die wir uns genau angucken, sind die Digitalisierung, die Ernährung und die Landwirtschaft, Geld und Finanzen, Bildung und Wissen, Sorgearbeit und das große Thema Mobilität. Und ihr habt ja gesehen, wir haben hier draußen einen Büchertisch und ab dem 6. Juli erscheint es dann im Ökom Verlag richtig offiziell und dann ist es bei allen Buchhandlungen erhältlich. Genau. Das hier sind die Förderer, die das Projekt ermöglicht haben. Das war unter anderem das BMZ im Rahmen des Förderprogramms für entwicklungspolitische Bildung. Dann kirchliche Akteure wie Misere und außerdem noch, wer nicht aufgeführt ist, Brot für die Welt. Und außerdem noch das LaborNet, Stiftung Menschenwürde, die RLS, dann die Heinrich-Böll-Stiftung, mit der wir hier heute sind. Und daneben noch die DGB-Jugend und die Christliche Initiative Romero. Wir haben in Kooperation mit dem Verlag, der hat eine Crowdfunding-Plattform eingerichtet, auf der ihr dieses Projekt auch unterstützen könnt. Da läuft bereits seit einer Woche die Crowdfunding-Kampagne unter dieser Seite. Die findet man auch auf unserer Homepage auf kostenanderer.org. Und die Ziele der Crowdfunding-Plattform sind es, das Buch bekannt zu machen, den gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema zu befördern. Und es gibt auch tolle Goodies wie signierte Exemplare und die Möglichkeit, Schulen die Ausgaben davon zur Verfügung zu stellen. Und ein Teil davon fließt an den Verein, womit dann Fortsetzungsprojekte finanziert werden. Genau, und das wird ab Ende Oktober 2017 mal kommen. Da werden in den nächsten Monaten wird's da weitere Informationen zu geben. Kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil das noch ein Teil in der Entwicklung ist. Und auch auf unserer Homepage auf kostenanderer.org kann man sich eintragen in eine E-Mail-Liste und dann wird man da frühzeitig drüber informiert. Und genau, das war es jetzt soweit von mir. Und ich übergebe jetzt an Anil. Der ist gerade ja nicht vorgestellt worden. Anil Shah, Mitautor der ILA-Werkstatt. Achso, willst du das machen? Achso, okay. auch einer der Co-Autoren dieses Buches. Und genau. Und bei der Christlichen Initiative Romero aktuell. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einführung, Tom. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung für diejenigen, die sich fragen, warum stehen da draußen nicht nur, warum ist da nicht nur ein Buch, das Tom gerade erwähnt hat, nicht nur auf Kosten anderer, sondern auch das Buch Imperiale Lebensweise von Ulrich Brandt und Markus Wissen. Das ist ebenfalls draußen erhältlich auf dem Büchertisch. Und es ist auch kein Zufall, dass diese beiden Bücher in diesem Jahr oder Anfang dieses Jahres und jetzt Mitte dieses Jahres erschienen sind, sondern es ist in gewisser Weise eine Kooperation bzw. eine gemeinsame
gemeinsamer Austausch. Ulrich Brandt und Markus Wissen haben das Konzept der imperialen Lebensweise schon vor einigen Jahren erarbeitet und vor allem im akademischen Umfeld bekannt gemacht. Und mit dem Projekt haben wir versucht, dieses akademische Konzept nun für ein größeres Publikum an politisch bildungsinteressierten Menschen aufzuarbeiten. Und insofern vielleicht auch nochmal den Hinweis, dass das Buch der imperialen Lebensweise von Markus Wissen und Ulrich Brandt draußen ebenfalls gibt und die Bücher sich sehr gut ergänzen. Nun starten wir aber richtig ins Programm. Wir haben wenig Zeit, weniger als 2 Stunden, um die große Frage zu klären, warum die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert. Das ist wenig Zeit und das ist eine sehr große Frage mit sehr vielen Unterfragen. Und wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir werden 3 Schlaglichter hören aus unterschiedlichen Perspektiven. Einmal von Ulrich Brandt, der uns eine Einführung geben wird in das Konzept, was diese imperiale Lebensweise als Konzept überhaupt für ein neues Verständnis geben kann zur aktuellen Weltlage, auch im Kontext von G20 natürlich. Wir werden im Anschluss daran einen Input hören von Christa Wichterich, die sich fragt, wie die imperiale Lebensweise, was aus einer kritisch-feministischen Perspektive anzumerken wäre und was mitgedacht werden muss. Und schließlich werden wir natürlich auch nicht nur über Kritik reden, sondern über den sozial-ökologischen Wandel. Und hier wird Janis Eicker einige Schlaglichter darauf werfen, die wir auch in dem Buch erwähnen, weil wir uns nicht nur die Frage stellen, warum die Strukturen, die vorherrschenden Strukturen so verfestigt sind, sondern auch, wie kommen wir überhaupt zu einem grundsätzlichen, zu einer großen Transformation, zu einer sozial-ökologischen Transformation oder andere Begriffe, die man dann wählen kann. Für Sie als Publikum gibt es folgende Mitmachmöglichkeiten. Wir haben jetzt 10 Minuten Inputs jeweils. Danach gibt es die Möglichkeit, 5 Minuten Verständnisfragen zu stellen. Bitte keine Co-Referate, nur Verständnisfragen. Danach werden wir eine Diskussion hier auf dem Podium haben zu der Frage, wie dieses Konzept der imperialen Lebensweise auch in ganz konkreten Alltagskämpfen oder Alltagssituationen des politischen Engagements umgesetzt werden kann. Und hierfür gibt es die Möglichkeit für Sie, auf den ausgeteilten Papieren, die auch unsere Kolleginnen Hanna und Carla vom ILA-Kollektiv gerade verteilt haben, Inputs zu liefern. Also Sie können gerne aufschreiben, welche Themen kommen hier zu kurz, welche Frage sollte hier auf dem Podium diskutiert werden. Deshalb bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, schreiben Sie Ihre Fragen oder Ihre Kommentare auf das Papier und reichen Sie sie bitte bei hier vorne Carla vom ILA-Kollektiv bzw. Hanna ein und die werden ihre Diskussionsfragen dann mit in die Diskussion einspeisen. So, keine Zeit weiter zu verlieren. Ulrich Brandt, ich bitte dich um eine kurze Einführung in die imperiale Lebensweise. Ja, erstmal herzlich willkommen Sie und ihr und vielen Dank an die Gruppe, an die Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg, dass es hier so enge Räume gibt. Also ich finde es erstmal toll, dass es hier stattfinden kann, aber eigentlich müsste man sich ja fragen, bei einem erwartbar großen Kongress, warum nicht die Universität Hamburg ein Gemeingut ist, ja, für uns und warum wir uns nicht in diesen Räumen treffen können. Das ist natürlich keine Kritik an den Organisatoren hier. Ja, es sind 3 Bücher, es ist erwähnt worden, eigentlich 3 Bücher in kurzer Zeit erschienen, und zwar die 2, die hier vorgestellt wurden. Leider sind sie von der Größe unterschiedlich, wir können sie also nicht im Schober anbieten. Und auch von Stefan Lessenich, manche werden das kennen, neben uns die Sintflut, letztes Jahr erschienen. Und Stefan Lessenich hat den Begriff der Externalisierungsgesellschaft, als Soziologe macht man immer diese Bindestrichgesellschaften, wo er die gleiche Frage stellt und die gleiche Problematik, die ich auch oder die wir auch hier ansprechen. Und da hinten ist Alberto Acosta aus Ecuador. Wir haben gerade ein Buch gemacht auf Spanisch. Wir werden es nächstes Jahr auch auf Deutsch rausbringen, wo wir die Debatten um Degrowth und Postextraktivismus stärker aufeinander beziehen, vor dem Hintergrund der These, dass ja eben die Wirkungen von Veränderungen, in welche Richtung auch immer, hier natürlich Auswirkungen woanders haben und wir das eben mit den Alternativdiskussionen zusammenbringen müssen. Und ich kann mich, Anil, nur anschließen, das sind komplementäre Bücher und irgendwie scheinen wir da gerade was zu treffen an Unmut in der Gesellschaft, eben mit diesem permanenten Zugriff auf anderes. Ich gehe gleich drauf ein. Anil hat jetzt nur nicht gesagt, ich soll das Konzept vorstellen, sondern ich soll was zur aktuellen Weltlage sagen in 5 Thesen, so war deine E-Mail, und zwar, was hat das auch mit der G20 zu tun? Ich will mich kurz halten und wir haben ja dann schon auch Zeit zum Diskutieren. Der Grundgedanke der imperialen Lebensweise ist, dass die Menschen im Alltag im globalen Norden
ganz systematisch und nicht, weil sie schlecht drauf sind, weil sie böse sind, sondern weil wir in diesem Alltag verstrickt sind, systematisch auf die billigen Ressourcen und die billige Arbeitskraft der Welt zurückgreifen. Der Welt heißt auch in den eigenen Gesellschaften, auch wir sind Klassengesellschaften, gegenderte Gesellschaften, wo es Ungleichheit gibt, wo auf Arbeitsvermögen unterschiedlich zurückgegriffen wird. Aber wir wollen in den Blick nehmen diese globale Dimension. Also auf die billige Arbeitskraft und die billigen Ressourcen der Welt. Und das wird im Alltag abgesichert über das, dass man in den Supermarkt geht, dass Menschen sich ein neues Auto kaufen, fliegen, also als Tätigkeit fliegen, nicht die Tierchen, Klamotten kaufen und anderes. Und das wird politisch, ideologisch, militärisch, ökonomisch abgesichert. Ich gehe jetzt nicht auf Feinheiten ein, das ist natürlich dann im Buch gerne nachzulesen. Unser Punkt ist, dass die imperiale Lebensweise ganz eng verbunden ist, und das ist die Problematik von Alternativen, mit dem, was sich viele Menschen in unserer Gesellschaft unter gutem Leben verstehen. Christa hat mir gerade noch zugeflüstert, ich soll das nennen, das F&F, das Fleisch und Fliegen. Ja, das sind Vorstellungen von gutem Leben, Automobilität. Joachim Hirsch hat unser Buch in der Frankfurter Rundschau besprochen und der Titel war dann mit dem SUV zum Biobauern. Ja, also diese Vorstellung, dass das Auto immer größer werden soll. Das ist der Grundmechanismus. Und dann gehen wir Dimensionen durch. Natürlich sozusagen kapitalistische Expansion, Wachstumsdynamiken, die Hegemonialität im Sinne von, es ist auch akzeptiert, es ist gewollt von vielen Menschen, diese Lebensweise, und wir sagen auch über Produktions- und Lebensweise, aber Lebensweise ist natürlich ein bisschen schnittiger als Begriff, also die imperiale Produktions- und Lebensweise. Es ist eben diese Form der Externalisierung, dass die Voraussetzungen unseres Lebens und die Folgen, die negativen Folgen woanders stattfinden und anderes. Der Erklärungswert des Begriffs ist, dass wir klar machen wollen, dass die gewaltförmige Ordnung, die gewaltförmige Welt, wie sie sich auch einschreibt in das Agieren von Individuen, nicht weil sie gewalttätig sind, sondern weil sie strukturell mit den globalen Verhältnissen verbunden sind, dass das normalisiert ist. Dass das in der Regel nicht sichtbar ist. Ja, ich lebe ja in Wien und sage dann immer, es gibt in Österreich das Menschenrecht auf das tägliche Schnitzel, das vermeintliche, und das soll schön günstig sein. Das soll aus den Fleischfabriken kommen. Da gehen die Futtermittel aus Brasilien, aus Argentinien rein und anderes. Also in die Gesellschaft, auch in die Infrastrukturen, wenn in unserer Gesellschaft sich Infrastrukturen ausbilden, wenn neue Straßen gebaut werden, manche werden das in Österreich mitbekommen, haben eine sehr interessante Auseinandersetzung um die dritte Flughafenpiste. Ja. Da soll Infrastruktur festgeschrieben werden, damit eben das Fliegen ermöglicht wird. Und das ist gewollt, von vielen gewollt. Wir sind natürlich alle die Ausnahme, aber wir müssen das sozusagen drum auch kämpfen. Es sind politische Einsatzpunkte, das aufzubrechen. Der zweite Erklärungswert ist, dass wir argumentieren, die imperiale Lebensweise hat einen klassenübergreifenden Charakter. Es ist als Strukturmuster, als Veralltäglichung von Globalisierung und ihrer negativen Implikation irgendwie auch für alle. Aber es hat auch eine Klassenspezifik, weil wir aus vielen Studien wissen, geht relativ stark gleichläufig mit dem Einkommen und gar nicht so sehr mit dem Bewusstsein, mit dem Einkommen der ökologische Fußabdruck hoch. Mit dem Einkommen wird eben verstärkt auf den Weltmarkt zurückgegriffen, also auch die vermeintlich ökologisch Sensiblen, die dann mal eben nach Indien fliegen, um sich im Ashram gut gehen zu lassen oder wie auch immer. Auch das ist keine Denunziation, aber das ist sozusagen eine Tatsache, dass wer mehr Einkommen hat, mehr mit der imperialen Lebensweise liegen. Also wir weisen darauf hin, und das ist, glaube ich, politisch ziemlich wichtig, gerade wenn wir mit Gewerkschaften diskutieren, die imperiale Lebensweise hat etwas Ungleiches, aber sie hat auch etwas Gleichmachendes zur gleichen Zeit. Ja? Die Menschen hier sind eingeschrieben in eine bestimmte Lebensweise von bestimmten Konsummustern, aber innerhalb dieser Konsummuster, die produziert werden, gibt es Ungleichheit und diese Spannung zu verstehen. Und das Dritte ist, glaube ich, relativ deutlich, dieses oft brutale, aber eben nicht nur, Zugriff auf das Außen, das, was man als Inwertsetzung, als Externalisierung bezeichnen kann. Ich arbeite ja viel mit Lateinamerika, Alberto und ich sind da auch in einer sehr, sehr spannenden Arbeitsgruppe seit 2011, wo wir untersucht haben, wie der Ressourcenextraktivismus die letzten 15 Jahre über die hohen Preise ja auch die Gesellschaften im globalen Süden verändert. Und das ist unser weiterer Punkt. Wir argumentieren, das ist ein bisschen ein Unterschied zu Stefan Lessenich, aber das wäre jetzt eine Detaildiskussion, wir argumentieren, dass die imperiale Lebensweise gerade für die Mittelschichten im globalen Süden, die über ein höheres Einkommen jetzt aufsteigen, die sich es besser gehen lassen, dass sich dort die imperiale Lebensweise verallgemeinert. Also wer etwas Geld hat in Sao Paulo, in Beijing, in wo auch immer,
will sich ein Auto leisten. Der Fleischkonsum wird jetzt üblicher in China. Wie gesagt, es ist kein moralisierendes Argument, sondern erstmal eine Beobachtung, wie das ist. Ja? Also wenn mehr Einkommen da ist, dann gibt es, Wolfgang Sachs hat mal gesagt, wie im Westen so auf Erden. Ja? Dass die westliche Lebensweise, eben die imperiale Lebensweise, die ist weiterhin für viele attraktiv und offensichtlich alternativlos und da müssen wir was dagegen tun. Und da machen ja auch viele Bewegungen im globalen Süden. Was vor 2 Stunden saßen wir hier mit Kohleaktivistinnen aus Kolumbien, die ja genau erzählt haben, was heißt es, dass immer mehr Kohle in Kolumbien und für die Welt verstromt wird. Zeitdiagnostisch, also um die heutige Situation zu begreifen und auch die Bedeutung, ich gehe jetzt nicht explizit auf die G20 ein, wir können das dann auch gemeinsam machen. Wir haben eine interessante Gleichzeitigkeit von einem starken Krisenbewusstsein. Ich würde sagen, auch die Eliten haben kapiert, dass sie die Krise nicht so richtig in den Griff bekommen, auch wenn sie so tun, als wenn sie den Griff bekommen. Aber ich finde die SDGs, die Sustainable Development Goals, ich habe es heute Morgen schon Barbara Unmüsse gefragt, oder auch das Paris-Abkommen ist ja ein Ausdruck, dass es nicht so weitergeht mit Wachstum, 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 obwohl sie so tun, als wenn sie auf alles die Lösung haben. Es gibt ein Krisenbewusstsein und gleichzeitig gibt es Krisenpolitiken, die relativ oldschool sind. Sie sind nämlich weiter Zugriff auf die Ressourcen, die Autos sollen noch größer werden, irgendwie soll es weitergehen. Und dieses, trotz des Krisenbewusstseins, ist eben die Form, wie die Krise bearbeitet wird, krisenverschärfend. Das emblematische Beispiel bis heute ist die Abwrackprämie, erinnern sich manche 2009, ja, wo man das Auto verfrüht verkaufen konnte, weil man 2.500 Euro bekommt. In Österreich heißt es dann immer viel niedlicher. Die Schrottprämie, ne, hört sich da ein bisschen harmloser an. Entschuldigung, könntet ihr die freie Fläche des Podiums für Zuhörer aufnehmen? Ich bin in 1,5 Minuten fertig, dann können wir nochmal. Ja. Genau, also diese Krisen, die Krisenbearbeitung, wie sie die Nominanten, die Herrschenden, die G20 macht, führt zu einer Krisenverschärfung. Sie tun so, als wenn Wachstum, 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 mehr Infrastruktur, mehr Infrastruktur und anderes die Krise lösen könnte. Ja, der jetzt die New Silk Road, also die neue Seidenstraße, ja, wo 800 Milliarden Euro Dollar investiert werden sollen. Die tun so, als wenn sie den Wachstumsmotor antreiben können und es ist völlig klar, dass sie damit sozusagen noch brutaler die Ressourcen ausbeuten, den Klimawandel voranbringen. Der vorletzte Punkt, und der ist bei G20, finde ich, relativ spannend. Wir argumentieren, dass es zunehmend ökoimperiale Spannung gibt, weil auch die Südländer nicht mehr das Außen sein wollen. Ja, China und andere und Afrika, die wollen nicht mehr nur die Ressourcen für den globalen Norden bereitstellen, sondern wollen selber die imperiale Lebensweise. Und das führt, Stichwort Landgrabbing in Afrika und woanders, führt zu Spannungen, weil so groß ist der Planet nicht und 2 haben wir nicht. Also gibt es sozusagen Konflikte um die Territorien, die bestehen oder sogar jetzt mit dem Tiefsee. Manche werden das verfolgt haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Ressourcen, wertvolle Ressourcen in den Meeren und die werden jetzt gerade erschlossen. Und der letzte Punkt, und damit schließe ich, und damit meine ich jetzt bitte nicht nur Trump, weil das natürlich jetzt ganz einfach ist zu sagen, Trump, und das ist unser Argument, so fangen wir das Buch an, Trump sagt seinen Wählerinnen und Wählern, ich verteidige euch die imperiale Lebensweise. Also nicht mit den Worten natürlich. Ja. Aber das meint er. So wie Bush Senior 92, die sich erinnern, gesagt hat, wir machen hier Klima, wir machen hier biologische Vielfaltskonvention, aber unser Lebensstil steht nicht zur Disposition. Das war die Ansage von Bush vor 25 Jahren, ziemlich genau vor 25 Jahren. Das ist das Versprechen, das Versprechen der Abschottung, was wir sehen, ökonomisch, aber auch in der Flüchtlingspolitik. Und die europäischen Regierungen spielen voll mit. Ja, es wäre zu einfach zu sagen, ich bin ziemlich sicher, dass am Sonntag Angela Merkel wieder als Queen Climate, das war ja im Heiligen Damm auch so, sie wird die ganz progressive Klimapolitikerin sein, was sie nicht ist. Aber dass jetzt Europa so tut, als wenn sie die gute Globalisierung wollen, und Trump die schlechte Globalisierung. Ja, und man muss sie ein bisschen kaltstellen oder eingarnen oder wie auch immer. Nein, die G20 insgesamt, weil es die Eliten der Welt sind, sie wollen die Verstetigung der imperialen Lebensweise. Aber es ist nicht nur ein Elitenprojekt, das ist unser Argument, sondern es ist ein Projekt, was sich eben auch in die Gesellschaften einschreibt, wo viele Menschen auch ein Leben davon haben und da eine Alternative zu formulieren. Das ist die Aufgabe unserer Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja,
Ja, vielen Dank, Uli. Was für eine Tour de force durch die aktuelle Weltlage in 10,5 Minuten. Wir haben jetzt wenige Minuten Zeit für Verständnisfragen, aber wirklich bitte keine Co-Referate. Ah, also ja, ich wollte noch drauf reagieren. Genau, natürlich. Bitte kommen Sie nach vorne, auch die Menschen, die hier im Gang sitzen. Hier ist noch viel Platz. Machen Sie sich komfortabel hier. Hört sich auch besser. Schön warm. Aber es ist sehr warm hier vorne. Fast wie in einer Holzsauna. Genau, einfach bitte nach vorne laufen. Hier ist mindestens Platz für 15 Personen, würde ich mal sagen. Super. In der Zeit können Sie sich schon mal überlegen, gibt es brennende Verständnisfragen, also irgendwelche Punkte, die jetzt geklärt werden müssen, bevor wir nochmal in die inhaltliche Diskussion steigen, bei der Sie zum Beispiel mit der Geschwindigkeit nicht mitgekommen sind. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, aufzustehen und 2, 3 Verständnisfragen zu stellen. Das ist nicht der Fall. Sie haben alle das Buch schon gelesen. Ah, doch, es ist doch der Fall. Alles klar, dann sammeln wir vielleicht mal, vielleicht ganz kurz Hände hoch. Wie viele Fragen haben wir denn? Weil ich würde sagen, so 2 bis 3 können wir nehmen. Hier vorne fangen wir an und dann, da hinten gibt es eine Frage. Okay, perfekt, super. Dann warten wir vielleicht noch einen kleinen Augenblick, bis die restlichen verbleibenden Menschen sich gesetzt haben und es ein bisschen ruhiger wird. Ist komfortabel hier vorne, oder? Ja, Entschuldigung. Nein, das ist wunderbar. Das war ein sehr guter Vorschlag. Okay, alle hören gut, auch hinten. Dann würde ich Sie bitten, am besten einmal aufzustehen und die Frage möglichst laut zu formulieren, falls möglich ist. Oder vielleicht sogar mit Mikrofon, wenn wir es hier vorne rumreichen können. Ich habe nur eine kurze Frage zum Begriff imperiale Lebensweise. Das ist ja so ein altes Kampfwort. Wieso wurde das so genannt? Wir sammeln noch eine Frage mindestens und dann, genau, vielleicht einfach laut sprechen, bitte. Okay, für diejenigen, die es nicht verstanden haben, zwei ähnliche Fragen. Die Frage von da hinten war, ob die imperiale Lebensweise im Anschluss an klassische Imperialismustheorien formuliert sind oder vielleicht eher an neuere Imperialismustheorien, Empire von Hart und Negri. Dann würde ich dich bitten, da kurz drauf einzugehen. Ja, so ein Begriff entsteht. Wir haben das rekonstruiert und haben seit 2008, 2009 mal in Absätzen, in Gedanken diesen Begriff geprägt. Also wir sind, Markus Wissen und ich, sind dann 2011 zu einem Aufsatz eingeladen worden in einem Band Vielfachkrise, den vielleicht manche kennen. Und haben jetzt haben beim Nachdenken uns überlegt, warum sagen wir nicht die zerstörerische Lebensweise? Ne? Oder jetzt in München gab es vor 2 Wochen den Kongress zum guten Leben und da sind wir gebeten worden, das im Titel, weil Imperial war den Veranstalterinnen, es war die Stadt München, vielleicht ein bisschen zu hart, dann sollten wir es die konventionelle Lebensweise nennen. Jetzt überlegen Sie aber mal selber die Semantik des Ausgreifens, die Semantik dieser Brutalität und zwar eben nicht nur der, hier wird die Fahne eingehauen, hier wird die militarisiert, sondern die Brutalität auch von eben ökonomischen Verhältnissen, von politischen Freihandelsabkommen, von ideologischen, ja, der Rassismus, der ja weiterhin herrscht, das wollen wir mit imperial anzeigen. Also diese Semantik, diese Konnotation, die sich in Ihrem Kopf vielleicht abspielt, halten Sie es fest, wenn es nicht so ist und sagen Sie es nachher, da ist etwas ziemlich hässlich Ausgreifendes und da können wir jetzt sagen, das meinen auch Hart und Negri mit Empire. Die sagen halt, es ist eine neue Form von Herrschaft, weil es keine Nationalstaaten mehr gibt, wo sich auch geirrt haben irgendwie, ist auch schon 15 Jahre her das Buch, oder eben die alte klassische Imperialismustheorie. Das ist sozusagen unser Punkt. Aber wir gehen einen Schritt weiter. Wir würden halt sagen, die klassische Imperialismustheorie war eine, die die Politik, die gewaltförmige Durchsetzung für die Konzerne, für die Transnationalen in den Blick genommen hat. Und wir wollen eben auf diese Veralltäglichung hinweisen, und zwar nicht mit dieser moralischen Geste, ja, hier konsumiert mal grün, ja, und dann wird die Welt besser, ihr rettet die Welt im Supermarktregal, sondern es hat diese Mächtigkeit. Aber denken Sie mal selber nach, und wenn Sie jetzt sagen, haha, das Imperiale passt mir immer noch nicht, ich hätte eine Alternative, dann sagen Sie es. Super, herzlichen Dank
für die Erklärung. Dann kommen wir weiter und zwar zu Christa Wichterich. Wir haben Christa Wichterich eingeladen, weil sie natürlich zu diesen Themen seit Jahrzehnten arbeitet, schreibt, aktiv ist, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in der Zivilgesellschaft sehr aktiv ist dabei, die imperiale Lebensweise, auch wenn es das Konzept so noch nicht gab, quasi zu kritisieren und versucht, Alternativen dazu aufzubauen. Und genau, sie wurde eingeladen mit dem Thema, was müssen wir aus einer kritischen, feministischen Perspektive mitdenken bei diesem Konzept der imperialen Lebensweise? 10 Minuten ebenfalls. Ja, da muss ich natürlich direkt als ersten Punkt machen, dass meine feministische Perspektive nicht die ist, die Merkel mit Ivanka Trump, Christine Lagarde, der holländischen Königin Massima, die früher Bankerin war, bei W20, Women 20, Ende April in Berlin entwickelt hat. Und die will sie ja bei G20 einbringen, um die Gleichstellung und das Frauen-Empowerment innerhalb des kapitalistischen neoliberalen Systems voranzubringen. Es ging dabei auf diesen Podien ganz klar um einen Elite-Business- und Unternehmerinnen-Feminismus, aber es wurde tatsächlich auch Feminismus genannt. Und der spricht scheinbar im Namen aller Frauen, geht aber tatsächlich auf Kosten anderer. Mein Feminismus ist einer, der davon ausgeht, dass es höchste Zeit ist, dass wir Feministinnen auch ökonomische und ökologische Wege und Räume erkunden, die nicht zerstörerisch in Bezug auf natürliche, menschliche und soziale Ressourcen sind und nicht auf Kosten anderer und des anderen der Natur gehen. Und damit bin ich ja beim Kern der imperialen Lebensweise. Ich hatte den Uli angeschubst, wieder seinen FF einzubringen, nämlich imperiale Lebensweise als Fleisch und Fliegen zu charakterisieren, weil ich dann ein P hinzufügen möchte und das P steht für die polnische Altenpflegerin. Also imperiale Lebensweise ist FFP. Imperiale Lebensweise sichert unseren Produktions-, Reproduktions- und Konsumptionsstil, unsere Konsumweise und beruht auf Extraktivismus von Ressourcen, Arbeitskraft und Sorgekapazitäten. Und das ist der Punkt, den ich hinzufügen möchte. Der Markus Wissen hat ja eben in dem Plenum auch nochmal den Marx zitiert mit der Aussage, die Springquelle alles Reichtums ist die Erde und der Arbeiter. Und ich würde halt hinzufügen, auch die Sorgearbeiterin. Unter Sorge verstehe ich alles, nur ganz kurz, versorgenden, vor- und fürsorgenden, Subsistenz- und selbstversorgenden Arbeiten. Und das Entscheidende ist, dass sie geleitet sind von einer Logik des Sich-Kümmerns und des Versorgens. Und das ist ja ein Widerspruch zur kapitalistischen Logik, obwohl diese Sorge, die Sorgearbeiten und die Sorge Logik dem in der kapitalistischen Ökonomie den Prinzipien von, des Neoliberalismus, von Wettbewerb, Effizienz und so weiter untergeordnet werden. Aber eigentlich zielt es auf Bedürfnisbefriedigung, Gebrauchswertorientierung, wie Markus Wissen eben gesagt hat, auf das gute Leben, auf das Wohlbefinden, auf soziale Sicherheit und wir sind alle darauf angewiesen. Und das ist ein Kern bei dieser Arbeit, erstens, sie ist weiblich konnotiert, zweitens, sie hat hohe moralische, emotionale und kooperative Anteile, weil Menschen aufeinander bezogen und aufeinander angewiesen sind und drittens, sie hat ein eigenes Tempo und eine eigene Produktionsweise, die bei der aber Produktivitätssteigerung, also man kann Babys nicht endlos schneller füttern, wo Produktivitätssteigerung begrenzt oder nicht möglich ist. Und deswegen hat sie in diesem auf Wachstum und Produktivitätssteigerung fixierten kapitalistischen System, bekommt sie ganz wenig Wertschätzung und wird deswegen auch extrem schlecht bezahlt. Aber als Gegenlogik, und deswegen finde ich das interessant für unseren Diskussionszusammen hier, als Gegenlogik, Sorgen statt Konkurrieren, Gemeinwohl statt Eigennutz, das sind antineoliberale Prinzipien, die Transformationspotenziale haben und Ansatzpunkte für auch für ein Postwachstumshandeln oder antikapitalistisches Handeln haben können.
Nun, auf diesen Grundwiderspruch der kapitalistischen Ökonomie durch Wachstum und Produktivitätssteigerung ihre eigenen Ressourcen, ihre eigenen lebendigen Grundlagen zu zerstören, dazu haben wir schon viel gesagt. Ich will nur noch mal betonen, mit Ressourcen müssen wir immer im Kopf behalten, das meint nicht nur die natürlichen Ressourcen, die Rohstoffe und so weiter, sondern auch die menschlichen Ressourcen. Wir haben das, das äußert sich dann in Krisen sozialer Reproduktion, in vielen Burnout-Effekten und Depressionen bei Einzelnen oder bei einem Pflegenotstand im Krankenhaus und so weiter. Die Grenzen des Wachstums in der Natur und in den Menschen und im Sozialen werden einfach nicht von diesem System respektiert. Ich habe den Begriff Sorgeextraktivismus, auch wieder ein Bindestrich, ne, wie das die Soziologinnen machen, als eine Analogiebildung zu Ressourcenextraktivismus in die Welt gesetzt, um Sorgearbeit zu politisieren und herrschaftskritisch zu betrachten. Denn Sorgearbeit ist auch ein Konstituent von Kapitalakkumulation und auf sie wird gerade in Krisensituationen und mit Austeritätspolitiken, Sparpolitik verstärkt zurückgegriffen, zum einen. Und Sorgearbeit wird in kapitalistischen Machtverhältnissen doppelt angeeignet. Einmal durch Verschiebung von solchen Kosten, Arbeiten, Risiken aus dem Markt und aus dem öffentlichen Bereich hinaus in den Privatbereich, an die Einzelnen, in die Familien, wie wir das alle so gut kennen. Und das nennt man dann neoliberal Eigenverantwortung oder auch Ehrenamt. Zweitens durch eine Ökonomisierung, eine Inwertsetzung von Sorgearbeit als Lohnarbeit, wobei die den Prinzipien von Rentabilität, Effizienz und Konkurrenz unterworfen wird. Die Sorgeökonomie ist sowohl Ressource und Energiequelle für die Märkte, genau wie die Rohstoffe in der Erde. Und sie wird gleichzeitig als Senke für die Externalisierung sozialer Kosten und Risiken benutzt. Und deswegen habe ich das so parallel konstruiert, analog konstruiert, Sorgeextraktivismus und Care-Extraktivismus. Beides ist imperiale Aneignung und Expansion, nämlich vermachtet und unterwerfend und eine Verwertung, die immer stärker reingeht in das Außen. Hier ist das Außen das Private, das Intime, außermarktliche Bereiche, sogar in Körper und in die biologische Reproduktion hinein. Ich beschäftige mich zum Beispiel mit Leihmutterschaft in Indien und da wird dann die biologische Reproduktion sogar transnational organisiert. Ist das für mich? Gleich, ja. Gleich. Okay. Perfiderweise setzt die Waren- und Geldökonomie Sorgearbeit als unendlich dehnbare, natürliche, weibliche Fähigkeit voraus und organisiert sie dann entlang von Herrschaftsverhältnissen, Gender, Klasse, Migration, Nord-Süd, ethnische Herkunft und so weiter. Prototypisch dafür sind die sogenannten transnationalen Sorgenketten, um unsere soziale Reproduktion zu sichern. Personifiziert derzeit bei uns in der polnischen Altenpflegerin, die als unterbezahlte und unterbewertete 24-Stunden-Kraft in privaten Haushalten arbeitet. Und die federt unsere Krise ab, aber gleichzeitig wird damit die Krisensituation woanders hin verschoben. Also wir ziehen Sorgekapazitäten aus ärmeren Regionen, ärmeren Haushalten zu uns ab und verschieben unsere Krise dahin, denn da entsteht ja dann eine Sorgelücke, die irgendwie gefüllt werden muss oder aber die Reproduktionsbedingungen in diesen Ländern sind einfach sehr viel schlechter. Dieser transnational organisierte Sorgeextraktivismus wird im Augenblick durch den bundesdeutschen Staat über die GITS, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, organisiert, indem in China, in Vietnam, in Bosnien, Tunesien, ich weiß nicht wo, Leute als Altenpflegerinnen ausgebildet werden, einen Deutschkurs verpasst kriegen und dann importiert werden. Das führt international zu neuen sozialen Spaltungen und Machtverhältnissen und einer Zementierung von Ungleichheiten. Nun, zum Schluss noch,
Die Sorgelogik als, als ein Gegenstück zur kapitalistischen Logik kann ein Einstieg für einen Perspektivwechsel sein, nämlich um die gesamte Ökonomie und Ökologie vom Versorgen und sich kümmern herzudenken und damit gesellschaftliche Sozial- und Naturverhältnisse sorgend, sorgsam und demokratisch, und das heißt weniger herrschaftlich, weniger extraktivistisch und weniger imperialistisch nach außen und nach innen, ich würde auch von nach innen sprechen, zu organisieren und die Ökonomie vom spekulativen Kopf der Verwertung und Finanzialisierung auf die versorgenden Füße zurückzustellen. Das ist eigentlich das alte Prinzip von People before Profit. Dazu brauchen wir neue Sozialverträge, können wir gleich dann drüber reden. Ja, herzlichen Dank für diesen umfassenden Umschlag über die transnationalen Sorgeketten, über, das Wort ist nicht gefallen, aber eigentlich die dialektische Aneignung, ne? Externalisierung und Aneignung und was sie zu tun hat mit Sorgearbeit. Vielleicht auch an der Stelle nochmal, es gibt explizit in dem Buch ein Kapitel zu Sorge und Sorgearbeit, in dem das nochmal auch grafisch aufbereitet ist, wie funktionieren eigentlich diese transnationalen Sorgeketten. Wir haben natürlich wieder eine kurze Zeit für Fragen, Verständnisfragen, sofern welche angefallen sind. Einmal bitte die Hand heben. Ja, in der letzten Reihe. Ja, also was die Pflege betrifft, da sind ja jetzt die Roboter im Kommen. Ja, es gibt ja schon ganz viele Überwachungsgerätschaften und es wird auch noch immer mehr werden. Also dann würde ja der Part auf jeden Fall wegfallen. Oder? Ja, spannend. Ja. Okay, wir fangen keine Paralleldiskussion an. Dankeschön für die wertvolle Frage. Für diejenigen, die es nicht verstanden hat, was passiert eigentlich im Zeitalter der Digitalisierung, Roboterisierung mit der Pflege? Dazu wird es gleich eine kurze Antwortmöglichkeit geben. Gibt es weitere Verständnisfragen? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich dich bitten, vielleicht eine kurze Antwort zu formulieren. Der Punkt ist ja, dass wir unsere soziale Reproduktion gestalten wollen, demokratisch gestalten wollen und dabei ja umbewerten, umverteilen wollen zwischen Geschlechtern, zwischen Nord und Süd und so weiter. Und da gibt es nun eine technologische Entwicklung, die uns anbietet, braucht er alles nicht zu machen, macht die Technologie. Also zum Beispiel Einsatz von Robots in der Altenpflege. Und die Frage ist ja für uns, ja, wollen wir das? Und welchen Sinn kann es in welchen Bereichen machen und in welchen Bereichen sagen wir aber explizit, das wollen wir nicht so. Das, dieselbe Frage stellt sich bei den Reproduktionstechnologien, bei der biologischen Reproduktion. Was wollen wir da? Wie weit wollen wir unser soziales Verhalten durch Technologie dominieren oder ersetzen lassen? Vielen Dank. Also an der Stelle nochmal den Hinweis, das ist eigentlich eine perfekte Brücke für die Diskussion, die wir nachher führen würden, weil es natürlich genau darum geht, um die politischen Auseinandersetzungen, um die Frage, gutes Leben ist ja kein gesetzter Begriff. Ne? Das ist nicht was, was bei Wikipedia dasteht und neutral definiert wird, sondern das ist natürlich ein Kampf um das gute Leben und diese Diskussion, wie sieht dieser Kampf um das gute Leben aus, was gibt es für politische Vorstellungen, für Visionen und Leitbilder, die in einer Gesellschaft irgendwie um die gerungen wird, aber die auch institutionell abgesichert sind, das ist ja genau die Diskussion, die wir im Anschluss führen möchten. Bevor wir soweit kommen, gibt es noch einen letzten Input und zwar zu der Frage nach, wohin, also nach einer Perspektive der Alternativen und des Wandels. Denn wenn wir von der imperialen Lebensweise sprechen, nicht nur Ulrich Brandt und Markus Wissen, sondern auch wir vom ILA-Kollektiv, dann machen wir das immer gemeinsam mit der Perspektive, wohin möchten wir uns eigentlich entwickeln. Ja? Also was ist eigentlich der Horizont, wenn wir eine Kritik üben im Hier und Jetzt, eine Perspektive auf eine solidarische, sozial-ökologische Gesellschaft. Und Janis Eiker vom ILA-Kollektiv wird hierzu auch in 10 Minuten ein paar Schlaglichter werfen. Ja, genau, das ist zumindest der Plan, beziehungsweise es gibt jetzt vermutlich große Erwartungen daran, dass jetzt die Lösung kommt. Zum einen muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich auch erst noch quasi auf die Hindernisse eingehen sollte, die ein gutes Leben für alle tatsächlich verhindert, um dann quasi Ansätze zu präsentieren für einen sozial-ökologischen Wandel. Dazu muss ich auch nochmal sagen, dass
das ILA-Projekt, so wie wir es gemacht haben, den Schwerpunkt im Grunde auf die Analyse gelegt hat. Also schon auch immer mit dem Verweis darauf, was es bereits an Alternativen gibt und mit dem Versuch zu schauen, wie die sich kombinieren lassen, damit es etwas wie eine vielleicht solidarische Lebensweise geben kann. Aber Tom hatte schon angesprochen, es wird ein Fortsetzungsprojekt geben, in dem es dann schwerpunktmäßig um die Transformation gehen soll. Und da seid ihr dann alle natürlich gefragt, so wie nachher auch in der Diskussion. Ganz kurz noch einmal dann doch zu den Hindernissen, weil an den Hindernissen natürlich schon auch deutlich wird, was anders sein muss. Zunächst einmal die Frage, wo, auf welchen Ebenen wird eigentlich die imperiale Lebensweise verhindert? Und da schauen wir uns ja in dem Dossier nicht umsonst verschiedene Lebensbereiche an, um eben auszudrücken, dass es alle Lebensbereiche im Grunde unseres Lebens hier im globalen Norden sind, in denen die imperiale Lebensweise anzufinden ist, beziehungsweise Auswirkungen hat. Und dort dann jeweils in Form bestimmter Alltagspraktiken, Infrastrukturen und Institutionen. Was meinen wir damit? Also Alltagspraktiken, das, was wir im alltäglichen Leben machen, aber eben auch auf das Wissen, auf dem diese Praxen beruhen und die Wünsche, die damit einhergehen, beispielsweise Wunsch nach persönlichem Wachstum des Vermögens, wie aber auch dem Nationalvermögen, also dem BIP beispielsweise. Und mit anderen Worten geht es da im Grunde einfach um die gesellschaftlichen Wahrnehmungen dessen, was als normal und erstrebenswert gilt. Die andere Sache sind die physisch-materiellen Infrastrukturen. Da geht es beispielsweise um Autobahnen, Containerhäfen, die Nutzung von Gebäuden für bestimmte Sachen oder allgemein auch die Bauweise von Städten, die natürlich auch in ihrer Materialität nicht nur unseren Alltag auf eine gewisse Art und Weise lenken, also da, wo kein Fahrradweg ist, ist es sehr schwer, Fahrrad zu fahren beispielsweise, sondern natürlich sich auch auf unseren Alltagsverstand wieder auswirken. Man gewöhnt sich daran, dass man nicht Fahrrad fahren kann, sondern dass man aufs Auto umsteigen muss beispielsweise. Und zuletzt eben auch Institutionen, auch in Institutionen oder durch Institutionen wird die imperiale Lebensweise aufrechterhalten und weiter gestärkt. Beispielsweise die schwarze Null in Deutschland als eine Institution eher im politikwissenschaftlichen Sinne, natürlich aber auch im materiellen Sinne, also beispielsweise die EZB mit ihrer Politik. Was natürlich auch letzten Endes wieder den Alltagsverstand und damit unsere Handlungen im Alltag beeinflussen. So, jetzt habe ich noch nicht darüber gesprochen, wie im Grunde auf diesen drei Ebenen die imperiale Lebensweise sich weiter durchsetzt und eine solidarische Lebensweise bzw. die sozial-ökologische Transformation verhindert wird. Das Problem mit der imperialen Lebensweise ist, dass sie enorm attraktiv ist. Also wer möchte sich nicht einfach zu Hause hinsetzen können und das Geld in Anführungszeichen für sich arbeiten lassen? Wir bekommen das täglich durch Werbung und verschiedene Mittel suggeriert, dass das genau das Leben ist, das wir wollen, das wir vor allem konsumieren wollen, etc. Das heißt, die imperiale Lebensweise bietet uns, im globalen Norden vor allem, persönliche Vorteile, die aber natürlich auch mit der Möglichkeit an der Teilhabe von Gesellschaft einhergehen. Denn es ist erst bestimmte Waren, Produkte etc. ermöglichen es uns, beispielsweise das Smartphone, an bestimmten Bereichen der Gesellschaft teilzuhaben. Und die imperiale Lebensweise ist natürlich auch für die Politik unglaublich attraktiv, denn solange wir quasi gut genug konsumieren, oder für viele Menschen reicht es eben aus, dass für den Konsum einigermaßen gesorgt ist und man sich mit Werbung, Film und allen möglichen anderen auseinandersetzen kann, was dazu führt, dass dann die Politik nicht mehr so interessant ist. Aber diese Attraktivität der imperialen Lebensweise ist nur eine Seite. Die andere Seite der imperialen Lebensweise, und das ist auch schon angeklungen, sind Zwang und Gewalttätigkeit. Zwang
Zum Beispiel in dem Sinne, ich habe es schon gesagt, dort, wo kein Fahrradweg ist, kann ich nicht Fahrrad fahren. Bin ich dann darauf angewiesen, bin ich letzten Endes gezwungen, beispielsweise auf das Auto umzusteigen. Das geht aber natürlich so weit, dass auch polizeilich oder militärisch die imperiale Lebensweise abgesichert wird. In Deutschland ist man da teilweise relativ gut dran, aber wenn wir uns anschauen, wie beispielsweise BezieherInnen von ALG II behandelt werden, ist das auch ein klarer Fall von Zwang und Gewalt. Genau, darauf, dabei möchte ich bleiben, weil ich glaube, die Zeit schon fortgeschritten ist. Insgesamt gibt es also ein Zusammenspiel von Attraktivität, die so eine Art passiven Konsens innerhalb der Gesellschaft für die imperiale Lebensweise organisiert, und Zwang und Gewalttätigkeit, die dafür sorgen, dass die Leute, die sich vorstellen könnten, aus der imperialen Lebensweise quasi auszusteigen, dass die so weit in Grenzen gehalten werden, dass das eben nicht in der Gesellschaft weit genug diffundiert. So, nun zur Transformation. Was meinen wir eigentlich mit dem sozial-ökologischen Wandel, den wir ansprechen, beziehungsweise dem guten Leben? Und da möchte ich kurz was aus dem Dossier zitieren. Ein gutes Leben für alle beschreibt eine globale Gesellschaft, in der Menschen das eigene Leben genießen, ohne dabei andere zu hindern, ihr Leben ebenso frei zu gestalten. Eine ausbeutungsfreie Gesellschaft auf Augenhöhe und in Solidarität mit ihrer natürlichen Mitwelt. Das eigene Alltagshandeln nach ökologischen und sozialen Kriterien auszurichten, gehört dabei ebenso dazu, wie jene Strukturen zu verändern, die Ausbeutung, Ungleichheiten oder Naturzerstörung absichern. Für ein gutes Leben für alle brauchen wir eine neue Bewertung dessen, was als erstrebens- und lebenswert gilt. Menschen werden in den heutigen Strukturen, Bildungsinstitutionen und Arbeitszusammenhängen oftmals zu individueller Leistung und Wettbewerb, Beschleunigung, Effizienz oder Konsum angetrieben. Was aber, wenn wir uns stattdessen an Freiheit, Würde, Miteinander, Lebenslust und Lebensfreude orientierten? Während das neueste Smartphone, die 40-Stunden-Arbeitswoche oder der glänzende SUV weiterhin das anzustrebende Glück? Oder wäre das Ideal eher eine 20-Stunden-Arbeitswoche, in der genügend Zeit ist, eigene Vorstellungen eines guten Lebens nachzugehen, sich politisch zu engagieren oder ausreichend Zeit für Freundinnen, Kinder oder pflegebedürftige Menschen zu haben? Ihr seht schon, da ist jetzt auch einiges angeklungen, was wir schon von Uli und Christa gehört haben. Wichtig dabei aus unserer Perspektive ist vor allem zu versuchen, die bestehenden Kämpfe, die es in der Gesellschaft gibt, beispielsweise Care Revolution oder Klimagerechtigkeit, Degrowth wurde genannt, oder auch die Menschen, die sich gegen die Repression durch die Arbeitsagenturen etc. Auflehnen. Diese Kämpfe zusammenzuführen, denn unserer Meinung nach ist es das Wichtigste, dass wir untereinander uns solidarisch gegenüber einander verhalten. Denn nur das kann die Kämpfe tatsächlich so stark werden lassen, dass wir erstens noch mehr Menschen mitziehen und es nicht nur 10.000, sondern hoffentlich 100, 200, 500.000 Leute sind, die gegen die Verteidigung der imperialen Lebensweise durch die G20 protestieren. Und zum anderen ist das wichtig, weil diese Kämpfe gerade im Alltag natürlich auch unglaublich viel Zeit, Mühe und so weiter kosten. Und dafür ist eben auch die Solidarität untereinander total wichtig und gerade auch die Sorge füreinander, dass man sich da immer gegenseitig auch aufhängt. So viel erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Janis. Mit der Mammutaufgabe hier, die sozial-ökologischen Wandel einzuleiten, was ihn blockiert und was so Perspektiven sind. Wir kommen jetzt zu dem Teil der Diskussion, in dem wir nochmal stärker uns danach fragen wollen, eigentlich, wie dieses Konzept der imperialen Lebensweise und die Inhalte, die wir jetzt hier gehört haben in den Inputs, wie die nutzbar gemacht werden können für ihr politisches Engagement im Alltag. Ja, also, dass wir so ein bisschen über die Verstetigung hinaus kommen, wie kann man das denn anwenden und was kann man damit machen? In diesem Kontext sind Sie, wie vorhin gesagt, gerne eingeladen, jetzt
3 Minuten mit Ihrer Nachbarin, mit Ihrem Nachbarn darüber zu diskutieren, wichtige Aspekte oder Fragen, die Ihnen hängen geblieben sind, aufzuschreiben und diese Fragen auf den Zetteln bitte an Hanna vom ILA-Kollektiv, die hier vorne ist, zu geben. Und diese Fragen und Themen werden wir dann hier vorne in die Podiumsdiskussion in wenigen Minuten einspeisen. Also wir machen jetzt eine kurze Murmelgruppe. Karin hat es vorhin schon erwähnt. Also es darf fleißig drauf losgemurmelt werden. Es gibt einen unheimlich großen Redebedarf, das können wir sehr gut verstehen. Es darf auch gerne wieder im Anschluss an die Diskussion und an die Veranstaltung weiter diskutiert werden. Ein Workshop ist ja immer dazu da, zu inspirieren. Genau, wir finden es klasse, dass diese Murmelrunde so gut angenommen wird, aber angesichts der Zeit müssen wir natürlich auch wieder zurückkehren aufs Podium und die Murmelrunde hier versuchen einzubinden. Bevor wir das machen, die Fragen werden jetzt gerade noch sortiert von Carla und Hanna, damit wir irgendwie so ein bisschen die Schwerpunkte setzen und clustern können. Bevor wir damit einsteigen, hätte ich noch eine Frage an jeden der drei Referentinnen hier auf dem Podium. Und wir fangen an chronologisch mit Uli Brandt, der ja einen Input gegeben hat und ja die Perspektive oder sehr stark gemacht hat, die imperiale Lebensweise ist nicht nur freiwillig, sondern sie ist gewaltförmig abgesichert. Ja? Also es geht offensichtlich um auch eine strukturelle Gewalt, es geht zunehmend international auch um ökoimperiale Spannungen. Und gerade jetzt hier, weil wir beim Solidarity Summit sind, im Kontext von G20 würde mich interessieren, es gibt viele bewegte Menschen, die sagen, wir leben eigentlich in einer Zeit, in der der Neoliberalismus ausgedient hat, irgendwie durch die große Finanzkrise hat unheimlich an, also das Dogma der freien Märkte hat eingebüßt, dieses Narrativ, dass wir mit den freien Märkten alles regulieren oder weiterkommen und dass wir nur auf Wachstum setzen, ist nicht mehr so stark wie davor. Und gleichzeitig haben wir aber das Moment, dass es eine zunehmende staatliche Repression und Absicherung genau dieses Dogmas gibt. Also wir haben keine Bewegung weg. Es ist irgendwie, Colin Crouch hat es mal genannt, der seltsame Nicht-Tod des Neoliberalismus, den wir nicht erlebt haben, ja? Sondern er wird quasi eher autoritär und gewaltförmig abgesegnet. Und für die imperiale Lebensweise ist jetzt die spannende Frage, wenn wir über Lebensweise reden, wenn wir über Konsummuster sprechen, natürlich können wir auch über die Fragen von ethischem Konsum, über Bewusstsein reden, über Bildungsprogramme reden. Aber Uli, reicht das? Also was bedeutet quasi, wenn wir aussteigen wollen, können wir aus dieser imperialen Lebensweise aussteigen über einen Voluntarismus, dass wir sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun? Oder gibt es noch weitere Implikationen, wie man Widerstand leisten muss gegen diese gewaltförmige Absicherung? Das sind zwei Fragen. Also ganz kurz zu seiner letzten Bemerkung. Von dem Begriff selber können wir nicht so einfach aussteigen. Also der Voluntarismus wäre, gehen wir mal oder machen was ganz anderes. Natürlich soll es Nischen geben, es soll andere Lebensformen geben, aber wir leben in einer Gesellschaft schon, wenn wir kommunizieren. Ja, wenn wir sozusagen auf Internet zurückgreifen oder anderes, sind wir ja Teil davon, weil wie wird Internet hergestellt, zu welchen Bedingungen, wenn wir öffentlichen Transport nutzen, der natürlich als ökologisch gilt, aber auch der öffentliche Transport hier ist auch deshalb so relativ effektiv, weil natürlich Ressourcen von woanders kommen und anderem. Also von daher wäre so ein Vorbehalt des Aussteigens, wir müssen sie zurückdrängen, die imperiale Lebensweise, und wir müssen sie, ich sage noch gleich was zu den Kämpfen, und eine solidarische Lebensweise, solidarische Alternativen schaffen in den vielen Bereichen, die er ja in dem Buch auch angegangen hat. Also wenn wir eine autobefreite Gesellschaft wollen, autobefreite Städte, autobefreite dann auch auf dem Land, heißt es, bestimmte Kräftefelder im Bereich der Mobilität, nämlich die Dominanz der Automobilindustrie, die Dominanz der Infrastrukturpolitik und so weiter zurückzudrängen. Ganz kurz zum Aussteigen. Die Gewaltförmigkeit, du hast selber den Begriff, die imperiale Lebensweise ist strukturell gewaltförmig, aber sie hat natürlich auch, weil der Neoliberalismus zunehmend autoritär wird, weil er nicht mehr hegemonial ist, weil er nicht mehr sozusagen den Menschen was bietet, wird er auch offen gewaltförmig. Und in vielen anderen Weltregionen ist er von Anfang an offen gewaltförmig. Ich war vor 3 Wochen in Chile und habe mir das Museo de la Memoria, also das Erinnerungsmuseum in Santiago de Chile, angesehen. Da ist ein ganzes Stockwerk zum 11. September 1973. Da kam der Neoliberalismus mit dem Putsch gegen Allende und war von Anfang an und war immer gewaltförmig und ist bis heute eben strukturell gewaltförmig, weil es eine formaldemokratische Regierung gibt, aber nicht. 2 Aspekte nun, wir müssen das gemeinsam diskutieren. Was sind die Gewaltförmigkeit zurückzudrängen, bedeutet zum einen eben eine solidarische Lebensweise, die diese gewaltförmigen Zugriff auf die Welt unterläuft.
aber auch den gewaltförmigen Zugriff, heute Morgen hat Silke Helfrich gemacht, in dem schon auch hier anders gelebt wird, indem wir bestimmte Ressourcen nicht mehr brauchen, die diese Gewaltförmigkeit, diese Gewaltförmigkeit erzeugt. Also raus aus dem Öl, mittelfristig, ja, weil Öl erzeugt strukturell Gewaltförmigkeit in Ecuador, in den Ölländern, im Nahen Osten und anderen. Und das Zweite, ich mache das jetzt auch relativ kurz, ist, wenn wir sagen, es braucht Alternativen zum autoritären Neoliberalismus, wo gibt es und inwiefern gibt es einen Dissens von Eliten? Wo gibt es progressive Eliten? Ich sage jetzt nicht, es soll alles und muss per se kapitalistisch bleiben, aber erstmal ist der Einsatzpunkt eine radikal reformerische Politik. Ich sehe nicht einen ganz radikalen postkapitalistischen Wandel sozusagen auch heute auf der Tagesordnung. Er muss auf die Tagesordnung gebracht werden. Also wenn wir heute radikal reformerische Politik formulieren wollen, dann braucht es auch Bündnisse mit Eliten, und Eliten meine ich jetzt nicht die megareichen Eliten, meine ich progressive Unternehmer, aber auch Eliten in den Gewerkschaften, die sich eben auf ökologische Fragen einlassen und anderes. Das wäre das Zweite, also den autoritären Neoliberalismus zurückzudrängen, dem es eben auch andere Formen, also natürlich antineoliberale Formen gibt. So, zwei. Ich will doch ganz kurz was sagen zu Jannis, weil mir das... Aber vielleicht bevor du darauf eingehst, weil es gibt nämlich nochmal direkt eine Einhakung von den Anwältinnen des Publikums hier, die genau dazu eine spezifische Frage haben. Dankeschön. Ja, und zwar genau zu dem Thema, die Zwänge des Neoliberalismus zurückdrängen, gibt es hier einerseits die Frage nach eben konkreten Schritten und dann auch den Bezug auf eben G20. Das ist ja gerade der Anlass unserer Diskussion. Vielleicht, ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht so direkt gefallen, wenn da nochmal Bezug, du Uli oder Christa oder Jannis, wenn ihr da nochmal Bezug drauf nehmen könntet, wie können solche Ereignisse und solche Strukturen wie G20 und die G20-Gipfel als Ansatzpunkt dienen oder was kann da mit unserem Wissen konkret getan werden? Mit dem Zurückdrängen. Wir wollen also die Attraktivität des Systems und die Gewaltförmigkeit, beide wollen wir zurückdrängen. Jetzt in Bezug auf die Sorge würde ich dann sagen, wir wollen sie, Sorge und Daseinsvorsorge, wir wollen sie den Imperativen von Verwertung und Profit machen, entziehen. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also Projekte, die ich wie so Versuchsanordnungen betrachte, von Gemeinschaftsgärten bis zu den solidarischen Kliniken in Griechenland. Neue Sozialverträge, die ich eben schon mal erwähnt hätte, die zum Beispiel die Care Revolution jetzt versucht, wie in einzelnen Kommunen Care-Räte, Sorgeräte einrichten, die überlegen, wie wollen wir in unserer Kommune die Sorge, also von der Kinderbetreuung bis zur Altenpflege, wie wollen wir das organisieren, welchen Teil wollen wir davon selbst machen und was für Forderungen haben wir an die Politik. Und gleichzeitig ist uns ja auch klar, dass das zunehmend ein umkämpftes Feld ist, weil zum Beispiel die Sorgearbeit immer mehr den Imperativen des Kapitalismus untergeordnet wird, kann es keine gute Sorgequalität mehr geben. Die Kämpfe bei der Charité waren Ausdruck davon. Und das Pflegepersonal, das da gestreikt hat, hat ja nicht nur um höhere Löhne gestreikt, sondern dafür, dass mehr Personal eingestellt wird, damit bessere Pflege geleistet werden kann. Und dieser Punkt Qualität der Versorgung ist durchaus ein Einstieg, um neue politische Subjekte und neue Allianzen zu bilden. Denn dann hat sich eine Koalition gebildet von Berliner Bürgerinnen und Bürgern, Patientinnen und dem Pflegepersonal, die alle gesagt haben, wir wollen doch natürlich eine in diesem Land, in diesem eigentlich so reichen Land, müssen wir doch eine Qualitätspflege bekommen können. Und das zeigt, welche Einstiegspunkte es gibt, um da was zu ändern. Ja, vielen Dank für diesen Überblick über verschiedene Eingriffspunkte, auch ganz konkrete Beispiele aus den vergangenen Jahren an Bewegungen. Uli wollte jetzt nochmal konkret auf die Frage eingehen, was hat das eigentlich mit G20 zu tun? Wir haben jetzt das öfter erwähnt, G20 hier und da, aber ganz konkret imperiale Lebensweise und G20.
Mache ich gleich und mit ein paar Aspekten. Ich möchte, mir war es ein Anliegen auf einen Punkt von Janis, weil vielleicht unterscheiden wir uns, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich glaube, dass Kämpfe wichtig sind, soziale Kämpfe, Proteste, sichtbar machen von Alternativen, sichtbar machen von Zurückweisen von Herrschenden. Aber es reicht nicht. Ich glaube, wir haben in unserem Schlusskapitel, wo es um eine solidarische Lebensweise geht, das nennen wir, das teilweise Unspektakuläre entstehen von Alternativen. Wenn Menschen zunehmend in Städten Fahrrad fahren, wenn sie das Auto liegen lassen, in Wien gibt es seit 2012 den Peak, dass mehr Haushalte kein Auto mehr haben, als ein Auto haben. Das ist unspektakulär, aber es bereitet etwas vor, weil etwas eingeübt wird, ich brauche kein Auto mehr. Und ich würde das nicht gering schätzen, sonst wird es, das meinst du so nicht, ein bisschen kampfistisch. Ja? Wir müssen und wir machen und dann machen wir das Neue. Das Problem ist ja, dass es so tief verankert ist, dass wir auch darauf achten müssen, wo entsteht auch langsam was Neues und wie kann es sichtbar gemacht werden. Bei meinen Studierenden würde ich sagen, und ich frage das auch ab und zu mal so witzig in der Vorlesung, ganz viele essen kein Fleisch mehr oder essen wenig Fleisch. Und das ist unspektakulär. Und das muss sich jetzt verbinden natürlich mit dem Verbot von Fleischfabriken. Das sind Kämpfe. Das sind politische Kämpfe. Das sind Kämpfe um öffentlich machen. Aber so meine ich es, weil dann sind wir eben nicht nur die 500.000, sondern es muss ja eine Mehrheit werden in der Gesellschaft mittelfristig, die sagt, wir wollen kein Auto mehr. Es ist uncool, ein SUV zu haben. Das ist der kulturelle Wandel. Es ist uncool, Fleisch zu essen oder wir wollen nur noch Ökofleisch essen. Das meinen wir mit einer solidarischen Lebensweise. Musste ich jetzt loswerden. Zu G20. Also erstmal, das hat ja Vandana Shiva heute Morgen schön gesagt, der Ansatzpunkt ist, der G20 zu sagen, es gelingt euch doch eigentlich gar nichts. Ja, es gibt diese sehr gute Studie, die hier aus... Ja, kann man aber klatschen, finde ich auch. Ja. Was der G20 gelingt, erst die Finanzminister kamen zusammen, dann die Regierung. Es gibt diese schöne Studie von Samuel Becker und Thomas Jablowski, die auch hier auf dem Kongress ausliegt. Die zeigen, das Einzige, was gelungen ist, als politische Intervention der G20, ist eine relative Stabilisierung der Finanzmärkte. Aber voll im Interesse der herrschenden Finanzmarktakteure. Und sonst ist nichts gelungen. Nichts, was die formuliert haben, ist gelungen. Und das muss man einfach mal stark machen. Das ist muddling through. Angela Merkel hat damals 2008 gesagt, wir fahren auf Sicht, ja? Aber sie fahren nicht auf Sicht, sie machen alles schlimmer. Und das zu sagen und deshalb zurückzukommen und hier zusammenzukommen. Diese Form von Stabilisierung heißt ja nur, die nächste Krise kommt bestimmt. Genau. Ja. Und jetzt noch mal was auch zur Gewaltfrage, weil wir ja spätestens ab übermorgen die Zeitung auch darüber schreiben werden. Auch stark zu machen, die Gewalt, die strukturelle, aber eben auch zur Not, die offene Gewalt, geht von den Herrschenden aus. Und nicht sich auf das Spielchen zu machen. Ich bin immer ein bisschen zerrissen, was jetzt sozusagen auch gewaltförmige Fragen von Protest sind, wäre jetzt eine ganz andere Diskussion, Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen Personen. Und die Gefahr ist natürlich, dass sowas ritualisiert, ne? Dass es eben nicht das Neue ist, sondern dass es halt eine Demo geben muss, wo auch ein paar Papierkörbe brennen, weil man weiß, da sind die Medien scharf drauf. Aber das wäre nicht mein Punkt, das wäre eine andere Diskussion. Aber darauf hinzuweisen, ab übermorgen, vermute ich, wenn die Zeitungen dann davon schreiben, die Gewaltförmigkeit des Systems ist das Problem und wir suchen nach angemessenen Ausdrucksformen, um diese Gewaltförmigkeit aufzuzeigen. Das sind Kongresse, das ist eine Diskussion, das ist Kritik und das ist eben auch Protest auf der Straße. Das wäre meine Position zu sozusagen dieser konkreten Debatte. Super, Dankeschön. Bevor wir gleich weitergehen, und ich habe nämlich noch eine Einstiegsfrage dann für Christa, gibt es noch mal eine konkrete Rückfrage auch aus dem Publikum zu der Frage, was wollen wir eigentlich? Also du hattest es ja gerade angesprochen mit SUV fahren ist uncool, das muss uncool sein. Und erst dann gibt es eine Art Kulturwandel Richtung einer potenziell sozial-ökologischen oder auch solidarischen Gesellschaft. Und dazu gibt es direkt eine Frage. Ja, also dazu gab es unheimlich viele Impulse jetzt gerade aus dem Publikum. Wir haben über ein Dutzend Karten gerade so zum Thema Psyche, Bedürfnisse und so weiter zugeordnet. Und da ist so ein bisschen die Frage, die sich durchzieht, wie psychisch abhängig sind eigentlich diejenigen, die durch die imperiale Lebensweise materiell privilegiert sind, eigentlich von dieser Lebensweise? Inwieweit sind überhaupt die Subjekte, die in der imperialen Lebensweise quasi auf der privilegierten Seite stehen und denen ja auch suggeriert wird, es geht ihnen gut, sie können sich ja alles kaufen und sich dadurch ein erfülltes Leben schaffen, inwieweit sind die überhaupt von ihrer Konstitution her dazu in der Lage, eine Transformation mitzugestalten? Genau, und inwieweit sind sie auch von Anerkennung durch Löhne beispielsweise und durch kommerzialisierte Einbindung also darauf angewiesen. Das ist auch von wir sprechen und nicht von denen. So, ne? Weil sind wir fähig, uns davon frei zu machen. Ja, da hast du vollkommen recht. Wobei es zu dem wir und die auch noch einen späteren Punkt gibt. Ja.
Okay, super Hinweis. Also wie tief verankert sind diese, nicht nur materiellen, sondern vor allem diese Bedürfnisvorstellungen und diese Strukturen in uns und in unserem Alltag? Dazu vielleicht ein kurzes Schlag dir erstmal von Janis. Ja, genau. Also ich würde es auf jeden Fall teilweise auch unterstützen. Gerade wurde aus dem Publikum gesagt, lasst uns von wir sprechen, weil wir, zumindest der Großteil von uns, nehme ich an, doch stark privilegiert ist im globalen Maßstab. Selbstverständlich muss man trotzdem auch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Positionen, die man in der deutschen Gesellschaft einnehmen kann. Und mit diesen unterschiedlichen Positionen, sei es Einkommen, sei es Geschlecht, sei es vermeintliche Herkunft oder Ähnliches, gehen natürlich auch ganz unterschiedliche Einflussmöglichkeiten darauf einher. Das aber nur kurz dazu. Eigentlich ging es ja darum, wie weit wir quasi davon abhängig sind. Und ich denke, dass wir zum Beispiel das Thema Wachstum, da sind wir, glaube ich, total drauf gepolt. Spätestens seit dem sogenannten Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg wird erwartet, dass die nachkommende Generation es besser haben wird. Ich glaube, es ist sehr, sehr stark in den Köpfen drin ist. Und ein anderes Thema ist sowas wie Effizienz oder Produktivität. Ich merke das bei mir selber im Alltag, dass ich oft mich selber so unter Druck setze, um möglichst viele Dinge auf einmal zu machen, um bloß nicht irgendwie einen Weg zweimal gehen zu müssen oder Ähnliches. Was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich mich diesen Zwängen unterworfen sehe. Ja? Also den Zwang, meine Zeit zu rationieren, weil ich auch Lohnarbeit beispielsweise nachgehen muss. Und insofern würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall sehr abhängig davon, aber der Punkt, den Uli gerade gemacht hat, ist da wahrscheinlich sehr wichtig. Das ist eben auch einen unspektakulären Wandel, eine unspektakuläre Revolution vielleicht auch geben kann, in dem Sinne, dass man sich selbstverständlich auch umgewöhnen kann. Und da ist es wichtig, in was für Kontexten man sich begibt und für uns, also ich glaube, für die, die sich engagieren, ist es total wichtig, sich Zeit zu nehmen, um überhaupt engagiert sein zu können. Ich meine, wer 40 Stunden die Woche arbeitet, manche Leute können das, ich persönlich kann das nicht, dann noch irgendwie aktiv zu sein oder Sorge auszuführen für andere Leute. Und genau, ich glaube, da muss man strategisch vorgehen, um zu schauen, wo sind diese Abhängigkeiten, von denen ich glaube, dass sie da sind und was für Stellschrauben gibt es, um das anzugehen. Und ich glaube, da gibt es schon einiges. Ich merke das auch unter Ich habe gerade von einem Jahr abgeschlossen, habe schon gemerkt, dass viele Leute keinen Bock hatten, in Regelstudienzeit fertig zu werden. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute mit der Perspektive aus der Uni rausgegangen sind, wenn möglich, wenn das Einkommen reicht bei einem Halbtagsjob, dann auch wirklich nur halbtags zu arbeiten, weil wir auch noch Zeit für andere Dinge haben wollen, unter anderem für politisches Engagement. Also da habe ich schon Hoffnung, dass die Abhängigkeit bröckelt. Direkt dazu auch zu dem Punkt der Abhängigkeiten? Ja, gerne darf geklatscht werden natürlich. Direkt zu den Abhängigkeiten haben wir noch eine Wortmeldung von Christa und von Uli und dann gehen wir aber weiter im Programm. Also der Duktus Abhängigkeit ist ja so, hier sind wir und da ist die imperiale Lebensweise oder der Kapitalismus, aber wir sind das doch. Wir machen das doch jeden Tag mit unserem Alltagsverstand und mit unserer Alltagspraxis. Und deswegen denke ich auch, es gibt nicht diese Form, ich trete aus, wie aus der Kirche, sondern wir sind drin und müssen nur Strategien überlegen, wie wir uns selbst zurückziehen. Aber dieser Rückzug muss meines Erachtens immer ein politischer sein. Also er muss die Themen politisieren und einhergehen mit Forderungen an die Politik, an den Staat, damit sich von der Seite was ändert. Und für mich ist dieses Konzept so attraktiv, weil es eben beides, die Verflechtung von beidem zeigt, von strukturellen und unserer individuellen Verstrickung. Und man kann das eine nicht vom anderen trennen. Und das macht es für mich so gut, darüber nachzudenken. Es geht nicht nur mit individuellen Appellen. Ich selbst habe in den 80er Jahren mal war ich mal Teil einer Konsumbefreiungsbewegung, ist voll gegen die Wand gelaufen. Da bin ich also ganz vorsichtig geworden. Es geht darum, und da würde ich mich auch nicht Friederike Habermann eben in dem Plenum anschließen, die gesagt hat,
lass uns selber machen, wir organisieren das selber, statt immer Forderungen an die Politik zu stellen. Das eine schließt das andere nicht aus und ich denke, wir müssen beide. Also, wie gesagt, ich kenne euer Buch, nämlich bei uns im Buch ist diese Frage des psychologischen und der tief verankerten Schwachstelle, weil wir da einfach uns nicht so gut auskennen. Wir haben da ein paar Aspekte drin, aber die Bücher sind ja Angebote zum Weiterdenken, zum Weiterarbeiten und ich hoffe, dass das Menschen aufnehmen, die da kompetent sind. Meine Antwort wäre, wie jetzt bei den beiden anderen, auch ein klares Jein. Ja? Also, wir sind damit drin, aber es ist ja auch gemacht. Schauen wir uns doch die Werbeindustrie an, schauen wir doch, wie diese Spinner sich jetzt wahnsinnig schnell durchgesetzt haben mit dem Argument, ja, das soll beruhigen, ja. Und ich würde gerne mal wissen, wie lange wird sowas geplant, dass mit einmal 100 Millionen dieser Dinger auf dem Weltmarkt sind, von einer Woche, da muss doch ein halbes Jahr produziert werden, wahrscheinlich zu erbärmlichsten Bedingungen in China. Wie entsteht sowas? Da gibt es doch auch Strategien. Das würde ich dazu nehmen, neben dieser Verankerung noch. Ich bin allerdings nicht so sicher, und du hast es ja in der letzten Bemerkung auch gesagt, dass... Vielleicht erklärst du kurz die Spinne, ich glaube, es gibt da so einen Mummelbedürfnis. Diese Rädchen, die jetzt im April, konnte man ja wochenweise die Verkaufszahlen messen, diese drei Rädchen, die da so rumgingen, hießen früher Kinderkreise. Kinderkreise, nennen wir es Kinderkreise, wird so schön. Viele Studien zeigen, dass es Menschen vor allem um ein auskömmliches Leben geht. Und die Nahelegung ist, es soll besser werden. Die Nahelegung der Politik, wenn wir nicht wachsen, hast du kein auskömmliches Leben mehr. Dahinter steht, dass sozusagen Profite gemacht werden müssen. Und dahinter steht schon, bei manchen, es soll so ein bisschen besser werden. Du sagst es generationell. Aber ganz viele, vor allem von jungen Menschen, haben doch eine Erfahrung von Prekarisierung. Haben doch eine Erfahrung von Zukunftsangst. Und es ist doch gerade nicht mehr der Diskurs, es soll besser werden. Es soll nicht schlechter werden. Und das finde ich, ist ein Einsatzpunkt auch gegen das Wachstum. Also das falsche Versprechen von Wachstum. Und aus meiner Sicht haben wir doch, ich bin vielleicht ein bisschen jetzt überzogen, aber mal das zu denken, wir haben eine sozial-moralische Mehrheit in dieser Gesellschaft für ein gutes emanzipatorisches Leben, wo uns nicht so viel vorgegeben wird, wo es auch Spielräume gibt, da einzuhaken und mal drüber nachzudenken, was heißt es im Konkreten, dass wir nicht immer diesen öffentlichen Nahelegungen nachrennen, wenn es der Deutschen Bank schlecht geht, geht es Deutschland schlecht oder Volkswagen oder wie auch immer. Nein, wir müssen genauer schauen, wie geht es Menschen gut, ohne dass es Volkswagen gut geht oder ohne dass es der Deutschen Bank gut geht. Das wäre das. Publikum noch einen wichtigen Kommentar oder mehrere Kommentare, die gebündelt sind, genau zu dem Aspekt der Psyche und auch der Widersprüche. Und vielleicht da nochmal anschließend Hanna oder Carla. Okay, es wurde gerade schon aufgenommen, ja, ist wunderbar, das hat auch das Klatschen vielleicht gezeigt, dass wir da schon das Thema aufgenommen haben. Jetzt würde mich interessieren nochmal von dir, Christa. Also du hast ja den Punkt stark gemacht, wir switchen jetzt nochmal ein bisschen von der Psyche, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, hin zu den konkreten Kämpfen und der Veränderung. Ja? Und wenn wir das jetzt an dem Beispiel Sorgearbeit machen, ja, die ja alltäglich ist und die vom Arbeitsvolumen, also den geleisteten Stunden, ja ein Vielfaches ausmacht von der Lohnarbeit, ja? Würde mich noch mal ein bisschen die Widersprüchlichkeit erklären, weil, wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass diese Pflegebereiche oft nicht kapitalistisch organisiert sind, also die sind nicht marktförmig oder nicht profitorientiert organisiert nur, sondern sie sind ja quasi eine gewisse Stabilität und eine Dynamikgrundlage für kapitalistisches Wachstum. Also was wir sehen in Zeiten von Krisen, kann ja Lohneinbußen oder in Zeiten von Austeritätspolitik, die dann irgendwie als Sparpolitik getarnt wird, ja, werden ja Löhne gekürzt. Das hat ja massive Implikationen genau auf den Sorgebereich, der dann gilt als Jungbrunnen im Prinzip für kapitalistisches Wachstum. Und wenn wir jetzt von Transformation sprechen, von Wandel sprechen und der imperialen Lebensweise, dann ist ja auch die Frage, reicht es, wenn wir einfach nur die nicht kapitalistischen Bereiche beispielsweise in der Sorgearbeit stärken? Oder müssen wir nicht auch mitdenken, wie diese Bereiche als Jungbrunnen dienen für kapitalistisches Wachstum? Hast du natürlich völlig recht, aber habe ich keine Lösung für. Ich finde, es ist ein Fix, aus dem wir nicht rauskommen. Und das haben wir bei der Willkommenskultur ja wirklich gesehen. Das, was da als an unbezahlter Arbeit, als an ehrenamtlicher, freiwilliger Arbeit geleistet wurde, war absolut notwendig zu diesem Zeitpunkt. Und da gab es keine Alternative zu, das zu tun von zivilgesellschaftlicher Seite.
Gleichzeitig war es natürlich eine wunderbare Entlastung für den Staat. Und da sehe ich keine Lösung für, außer das wiederum zu politisieren und laut zu sagen und in Protesten zu äußern. Aber dieses Problem haben wir immer. Und es ist wirklich eine Frage, wie wollen wir leben und was macht gutes Leben für uns aus? Also zum Beispiel Care-Arbeit ist Arbeit und ist wirklich teilweise eine ganz starke Belastung. Trotzdem, ich wollte einen Teil der Betreuungs- und Care-Arbeit für meine demente alte Mutter, wollte ich machen. Und ich wollte natürlich nicht nur das machen, sondern ich wollte meinen Beruf weitermachen und so weiter. Also hätte ich sehr gerne das solidarisch mit anderen organisiert und also besprochen und diskutiert. Und wie kann man das in einer Gemeinschaft organisieren? Aber dass wir Teile davon machen wollen, unbezahlt, freiwillig und eben aus sozialen Motiven, das ist Vergesellschaftung. Das ist auch eine Form von Vergesellschaftung. Kapitalismus ist eine Form von Gesellschaftung, aber das Solidarisches oder füreinander sorgen ist auch eine Form von Vergesellschaftung. Und das müssen wir entscheiden. Okay, das heißt quasi, Politisierung liegt dann im Kern darin, in gewisser Weise diese solidarischen Formen von Vergesellschaftung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen möglicherweise auszubauen. Vorhin wurde schon gesagt, die imperiale Weise zurückzudrängen, dadurch, dass wir eben solidarische Strukturen gemeinsam demokratisch versuchen, dagegen aufzubauen. Ja, das ist Verlernen und Erlernen. Mhm. Direkt dazu gibt es aus dem Publikum mehrere Karten, die ich gerade sehe. Und Carla würde da gerne was zu sagen. Genau, es gab noch mehrere Fragen und Anmerkungen, die so ein bisschen die Widersprüche aufgreifen, die entstehen können, wenn wir versuchen, aus dieser imperialen Lebensweise auszubrechen oder die eben zurückzudrängen. Da gab es einmal die Frage, die ging so ein bisschen in die Richtung von Scheinlösungen. Also, wie sieht es aus, wenn wir zum Beispiel uns sowas anschauen wie fairen Handel? Ist das eine Möglichkeit, tatsächlich die imperiale Lebensweise abzulehnen? Oder ist das letztendlich nur eine Möglichkeit, so ein bisschen Augenwischerei zu betreiben und so ein bisschen mit gutem Gewissen die imperiale Lebensweise weiterzuführen? Also wie ist diese Frage von Scheinlösung? Und der andere Komplex an Anmerkungen ging so in Richtung der materiellen Basis unserer imperialen Lebensweise, aber auch von möglichen anderen Lebensweisen, die sich vielleicht grüner und ökologischer gestalten. Also beispielsweise, wie ist das mit Ressourcen, die wir brauchen für E-Mobilität beispielsweise? Oder wie ist das generell mit Ressourcen, die wir brauchen, auch wenn wir auf Erneuerbare umsteigen? Und kann man diesen Widerspruch irgendwie aufheben? Okay, zwei große Fragen. Einmal zu Scheinlösungen und einmal zu den Widersprüchen, die wir haben. Beispielsweise, was ist mit Ressourcen oder Gütern, auf die wir nicht verzichten können oder die auch politisch entschieden wollen. Also dass quasi selbst politische Kollektive sagen, wir brauchen die, wir wollen diese Ressourcen weiter. Wer möchte darauf antworten? Zu den Alternativen. Wir argumentieren in dem Buch, es gibt falsche Alternativen und die werden uns nahegelegt. Die eine ist, wir lösen es mit Technologie, ja? Sprungtechnologien, irgendwann haben wir das mit dem Fliegen, auch im Brill, wenn das alles mit Wasserstoff geht. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Dagegen argumentieren wir ganz stark, das ist ein Fake. Jetzt die Debatte um Bioökonomie, die so an den Rändern losgeht und in 2-3 Jahren wird die ganz präsent sein, wie aktuell die grüne Ökonomie. Und das Zweite, das habe ich schon gesagt, ist diese Nahelegung, ihr als Konsumenten, Konsumentin soll es richten. Das ist ja so das dominante neoklassische Denken, am Ende entscheidet es der Verbraucher. Und wenn der Verbraucher halt SUVs will, dann machen wir halt SUVs. Ja, da kommen Machtfragen nicht vor, wie entsteht heute die übernächste Generation von Handys und anderen. Mit dem fairen Handel würde ich sagen, das kommt darauf an, will ich mich nicht verstecken, sondern es gibt ein Angebot von fairem Handel, der ja aus einer politischen Bewegung kommt. Wenn aber der faire Handel als so gute Gewissenlösung, sozusagen, wenn es nicht darüber hinausgeht, dann würde ich sagen, soll die konkrete Person oder die Gruppen sich fragen, muss es nicht darüber hinausgehen? Also ein fairer Handel reicht nicht, aber ich würde nicht auf den fairen Handel verzichten wollen. Ich möchte Kaffee trinken. Ich kann mich jetzt fragen, soll ich weniger Kaffee trinken? Das kann ich mich auch gesundheitlich ab und zu mal trinken. Aber das weniger, aber erstmal würde ich sagen, wenn ich Kaffee trinke, dann ist das natürlich ein fair gehandelter Kaffee, ja, und anderes.
Und dann nochmal mit der materiellen Basis. Klar, auch Alternativen leben ja nicht auf Inseln. Ja? Auch Menschen, die meinen, sie leben ganz alternativ, kommen vielleicht oder kommen hoffentlich hier nach Hamburg zum Kongress und bewegen sich. Und wenn sie nicht mit dem Fahrrad kommen, kommen sie mit der Bahn, hoffentlich. Und das ist ja ein öffentlicher Verkehr, wo wir auch eben uns fragen müssen, wie wird Mobilität in diesem Land gesichert? Wie wird Kommunikation gesichert? Und ich würde schon darauf, also zwei Punkte, nur zwei kurze Gedanken. Eine Alternative, eine solidarische Produktions- und Lebensweise braucht einen ganz starken Anteil von öffentlichem Sektor, von einer nicht profitgetriebenen Bereitstellung einer Versorgung. Und da gibt es ja ganz viel. Wir leben ja nicht komplett im Kapitalismus, wo alles nur eine Verwertung ist. Und wir sollten sozusagen, die Bahn muss wieder noch viel öffentlicher werden. Die Kämpfe in Berlin, in Hamburg, gegen, also für eine Entprivatisierung, für eine Rekommunalisierung, die ja nicht nur war, der lokale Staat soll es wieder übernehmen, sondern es soll auch andere Entscheidungsprozesse geben. Also erstmal eine, wir nennen das sozial-ökologische Infrastruktur, eine Infrastruktur zum guten Leben, um aus der Falle rauszukommen, ich muss jetzt nur individuell handeln und die ganze Last der Welt liegt auf meinen Schultern. Sondern die sozialen Kämpfe um gute Mobilität, um gute Versorgung. Und der andere Aspekt, der mir wichtig ist, Christa hat es bereits angedeutet, eine solidarische Produktions- und Lebensweise bedeutet einen guten Sozialstaat im Prinzip, nicht der paternalistische Sozialstaat heute, der spaltende Sozialstaat, aber die Idee, dass Menschen soziale Rechte haben und dass es eine gesellschaftliche Institution gibt, die diese Rechte gegenüber der diese Rechte auch eingeklagt werden können, also dieses anonymisierte Prinzip von Sozialstaatlichkeit, das müssen wir aufrechterhalten. Weil auch sonst gehen wir in die individualistische Falle, du machst dir jetzt deine solidarische Lebensweise. Und der Sozialstaat war immer paternalistisch und autoritär und jetzt wird er noch zurückgedrängt und wird noch autoritärer. Aber das Prinzip Sozialstaatlichkeit, das ist wirklich eine Errungenschaft. Dass Menschen in Not, in Lebenslagen, wo sie Unterstützung von anderen brauchen, als Recht auf einen Mechanismus zurückgreifen können. Und auch das, würde ich sagen, ist Teil einer solidarischen Produktions- und Lebensweise, um eben aus diesem individualistischen herauszukommen. Dazu direkt eine Wortmeldung zu geben, die sehr drängt. Oh, jetzt sind mehrere gleich. Also das Problem ist ein bisschen, sind ganz viele. Ja, vielleicht können wir das doch nicht mal, also es ist vielleicht eine Frage, die man bilateral nachdenkt. Keine Frage, es ist nur eine ja, dann steh bitte gerne auf. Ist auch sehr kurz. Aber weil das Technikthema jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen wurde, dass wir aber auch sehr davon abhängig sind mittlerweile, dass wir auf Internet zugreifen können. Es gibt einen Mann und eine Frau, ich habe nur gerade den Namen der Frau vergessen, aber ein Mann, der arbeitet im Moment an einem Projekt, ein Internet for People oder ein Internet of People, Aral Balkan, Indi, die Homepage, int und dann .ie, da geht es wirklich darum, dass sie möchten eine ethische Alternative zum Silicon Valley bauen. Der weiß wirklich, von was er spricht. Er wird auch übermorgen im Auditorium abends bei der Veranstaltung von DiEM 25 sein. Den sollte man sich merken und man sollte sich auch anschauen, was er so für Vorträge auf seiner Homepage hat. Vielen Dank für den Hinweis. Das leitet perfekt über und zwar haben wir jetzt einen riesen Batzen an ganz konkreten Initiativen und Vorschlägen, die aus dem Publikum gekommen sind, wo Ansätze, wo Initiativen, wo Projekte für einen sozial-ökologischen Wandel quasi stattfinden. Und ich würde Carla bitten, diese Projekte nochmal mit auf den Weg zu geben, bevor wir dann hier eine Abschlussrunde auf dem Podium machen, weil wir müssen pünktlich um 15:45 schließen. Ja genau, um so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie viel kreatives Potenzial für eine sozial-ökologische Transformation hier schon vorhanden ist in diesem Raum. Ich lese einfach mal so ein paar Beispiele vor. Es kamen unheimlich viele Karten, wo ganz konkrete Utopien für ein gutes Leben für alle schon genannt wurden. Das ist zum einen der Aufbau von gemeinschaftlichen Strukturen und gegen die Individualisierung in der Gesellschaft. Noch konkreter, eine 30-Stunden-Woche jetzt und 20-Stunden-Woche bald. Und aber ganz wichtig in dem Zusammenhang, eine gendergerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit gleichzeitig. Und die Möglichkeiten, Arbeit für MigrantInnen und Arbeitslose zu schaffen, wenn sie denn möchten. Die Frage, ob man nicht auch was erreichen könnte, indem man Werbung verbietet oder einschränkt, vielleicht auch im öffentlichen Raum.
die Forderung, dass das Fahrrad mindestens so viel Raum im Verkehr bekommt wie das Auto. Genau, aber auch so ökologische Steuerreformen, also beispielsweise weniger Mehrwertsteuer für ökologisch produzierte oder fair produzierte Produkte. Ein Grundeinkommen, damit nicht so viel, genau, die Möglichkeit eines Grundeinkommens. Und in einem ganz anderen Bereich, es ist so divers wie auch unser Dossier, eine Ernährungswende, also eine Wende der Ernährung hin zu pflanzenbasierten, ökologischen, regional, saisonal erzeugten Produkten. Also es sind sehr, sehr viele konkrete und weniger konkrete Beispiele, aber... Ganz kurz im direkten Anschluss dazu gab es auch eine ganze Reihe von Karten, die sich gewünscht haben, einerseits noch mehr konkrete Schritte an die Hand zu bekommen und andererseits auch die Frage danach, wie das Konzept der imperialen Lebensweise da vielleicht auch helfen kann, da irgendwie Scheinlösungen zu umgehen und tatsächlich zu wirklichen Schritten voran zu gelangen. Super, vielen Dank für diese wahnsinnig gute Beteiligung und Intensität. Ich kann die ganze Diskussion, wir sind relativ am Ende, nicht zusammenfassen, ist ja klar. Aber ich glaube, was ich irgendwie jetzt gerade auch aus dem Ende mitnehme, es gibt viele Initiativen, es gibt viele Projekte und es gibt ja die Leute, die hier sitzen, sind nicht nur selbst auf der Suche irgendwie nach akademischen Antworten, nach Büchern, sondern es ist quasi, sie sind selbst engagiert. Wir sind selbst engagiert und quasi während wir auf der Suche sind, sind wir auch aktiv. Und ich glaube, das Wichtige ist, was wir von so Workshops mitnehmen können, ist, dass man die Gelegenheit nutzen sollte, hier in die Diskussion auch nochmal in den Pausen zu gehen, mit den Leuten sich zu vernetzen, darüber zu reden, wie Bewegungen gestärkt werden können, wie Bewegungen auch miteinander verbunden werden können. Ich habe gerade mit dem Podium kurz gesprochen. Es gibt eigentlich nicht den Bedarf, nochmal ein Abschlusswort zu sagen, weil quasi diese Initiativen aus dem Publikum sind der perfekte Abschluss für das Podium. Ich möchte mich an der Stelle einfach nur herzlich bedanken bei Ihnen und bei euch für dieses aktive Teilnahme an der Veranstaltung und natürlich bei Christa, Uli und Janis für ihre Inputs und die Antworten, die zu sehr großen und komplexen Fragen hier gegeben wurden. Das Natürlich möchte ich mich auch bedanken bei den Anwältinnen des Publikums, Hanna und Carla, diesen Zettelwust von mindestens 60 Fragen in kurzer Zeit sortiert haben, geclustert haben und diese Fragen irgendwie möglichst pointiert zusammengefasst. Und ich hoffe, dass Sie und ihr alle das Gefühl habt, dass möglichst viele Fragen und Punkte, die Sie genannt haben, auch aufgenommen wurden. Und für ein allerletztes Schlusswort übergebe ich nochmal an Tom Kopp. Und ja, von meiner Seite auf jeden Fall einen schönen Abend noch allerseits und mit Tom. Ja. Ja. Ja, vielen Dank nochmal. Ich habe der Sache eigentlich inhaltlich nichts mehr hinzuzufügen. Noch zwei organisatorische Hinweise. Eine Frage. Erstens, wir haben gleich da draußen eine Liste stehen, wo man sich eintragen kann mit seiner E-Mail-Adresse, falls man irgendwie über das weitere Projekt und was wir so machen noch informiert werden möchte. Zweitens, auf unserer Homepage auf kostenanderer.org kann man sich ab dem Freitag, den 7., das erste Kapitel von diesem Dossier als PDF kostenlos runterladen, das Creative Commons, und dann ab August praktisch jeden weiteren Monat ein weiteres Kapitel und Anfang nächsten Jahres ist es quasi komplett frei. Und dann noch die Frage, hat vielleicht jemand zwei DIN A4 weiße Seiten Papier, die er draußen hinlegen könnte? Und als allerletztes noch vielen, vielen Dank auch an Arnie für die echt tolle Moderation. Vielen Dank.